Der Brand eines leerstehenden Wohnhauses am Leipziger Platz in Glauchau beschäftigte Feuerwehr und Polizei von Samstag früh bis in die Mittagsstunden. Gegen 4 Uhr wurde das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand brach im Dachbereich des Gebäudes aus. Es kamen mehrere Löschtrupps und 2 Drehleitern zum Einsatz. Wichtigste Aufgabe der Feuerwehrleute war es, das angrenzende, bewohnte Nachbargebäude zu schützen. Das Übergreifen der Flammen konnten die Kameraden der Feuerwehren verhindern. Es waren die Feuerwehren Glauchau und Merane am Einsatz beteiligt. Verletzt wurde niemand. Zeitweise musste der Verkehr umgeleitet werden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus.